Wir wollen kuschelig warm wohnen. Wir wollen kuschelig warm wohnen und wir wollen auch genug Strom. Genug Strom fürs Licht, für unsere Handys, für all die Apparate, die wir so mögen. Und gleichzeitig soll unser Energieverbrauch pro Kopf bis ins Jahr 2035 um 40% sinken. Ist das eine Utopie oder kann es Realität werden? Konkreter, was kann auch die Bauwirtschaft dazu beitragen? Das ist Thema hier in der Swissbau Focus Arena. Herzlich willkommen, Sie daheim oder im Büro online. Und herzlich willkommen auch Sie im Publikum. Ich freue mich sehr, dass Sie hier in der Messe Basel versammelt sind und da mitmachen, schauen, was da kommt. Sie werden intensive Diskussionen erleben, Sie werden Analysen hören, Sie werden Ideen hören, Denkanstöße für Ihren Alltag, hoffe ich zumindest. Aber vorher möchte die Bauwirtschaft so nach dem Motto Taten vor Worten, möchte die Bauwirtschaft gerne ein starkes Zeichen setzen. Und zwar gegenüber jener Frau, die in unserem Land die höchste Verantwortung trägt für die Energiepolitik, für Energieministerin Doris Leuthard. Tag miteinander. Grüezi. Ein starkes Zeichen, eine Art Geschenk vielleicht. Man kann es auch präziser sagen, es ist dann halt ein bisschen weniger knackig. Man kann auch sagen, es ist die Charta der schweizerischen Bauwirtschaft für die energetische Transformation des Gebäudeparks. Was das genau ist, was dahinter steckt, das erklärt uns jetzt einer der Mitinitianten. Er ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen Ingenieurs- und Architektenvereins und als Vizedirektor der Hochschule Luzern ist er auch Experte für Bildung und Weiterbildung. Bitte, Urs Rieder. Willkommen. Herr Rieder, ich habe gesagt, ein Zeichen, eine Art Geschenk. Als was würden Sie es bezeichnen, diese Charta? Für mich ist es ein Commitment der ganzen Branche, dass man diese Herkulesaufgabe, nämlich die Transformation des Gebäudeparkes in eine nachhaltige Zukunft, das ist eine große Aufgabe. Ich denke, die ist notwendig, damit wir die Energiestrategie 2050 erreichen können. Und es ist das Zeichen der Bauwirtschaft, die Bereitschaft, wir sind bereit. Wir können diesen Teil der Energiestrategie umsetzen, wir wollen sie umsetzen und wir setzen alles daran. Es ist also ein Bekenntnis, ich stehe ein bisschen hinter, Frau Leuthard auch freie Sicht hat auf die Bauwirtschaft sozusagen. Herr Rieder, in dieser Karte hat es 7 Punkte. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, aber 3 Bekenntnisse ziehen sich durch diese 7 Punkte. Es ist ein Bekenntnis zu einer Bildungs- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich. Es ist auch ein Bekenntnis zu einem abgestimmten Vorgehen innerhalb der verschiedenen Berufe, beispielsweise der verschiedenen Verbände. Und es ist auch ein Bekenntnis zur Energiestrategie 2050 des Bundesrates, dort, wo sie den Gebäudebereich betrifft. Genau. Und bei dieser Energiestrategie möchte ich gerade bleiben. Mhm. Herr Rieder, man könnte ja auch sagen, also ein solches Bekenntnis ist nichts als selbstverständlich, denn schließlich profitiert die Bauwirtschaft ja auch kräftig. Also soll beispielsweise ins Gebäudeprogramm, soll aus der CO2-Abgabe neu, sollen es 450 Millionen Franken sein, 150 Millionen mehr als heute. Logisch sind Sie da dabei. Ja, ich denke, es geht ja nicht darum, dass jetzt die Baubranche zu wenig Arbeit hätte und diese Fördermittel primär braucht, sondern es geht darum, dass man die Qualität in der Transformation, die Effizienz aller Arbeitsschritte, dass man die wesentlich verbessern muss. Sie brauchen das Geld nicht? Doch, natürlich ist das Geld ist ja ein Anreiz, dass man die richtigen Schritte machen kann, auch aus Investorensicht, dass man wirklich auch die effizienten Maßnahmen realisiert, wo man das vielleicht noch nicht machen würde. Entscheidend ist aber, dass die Bauwirtschaft weiß, welche Schritte die richtigen sind. Weiß, das Stichwort weiß hilft mir gerade weiter, weil ja. Eben die Bildungs-Weiterbildungsoffensive, das ist ja der wichtigste Punkt eigentlich in der Charta. Genau. Was konkret passiert denn jetzt aufgrund Ihres Bekenntnisses? Vorerst ist es ein Bekenntnis der gesamten Branche, dass man sich bewusst ist, dass es eben diese Bildungsoffensive braucht.
Und daraus können jetzt wirklich all die, wir haben heute schon enorm viele Bildungsangebote, aber sie sind nicht abgestimmt. Man weiß nicht so genau, was man jetzt wo besuchen soll. Und wir wollen jetzt für jede Branche, dazu sind 28 Verbände, die dahinter stehen, für jedes Gewerk, für jeden Mitarbeiter die richtigen Bildungsangebote haben, die richtigen Coachings haben, damit wir gesamthaft die Qualität verbessern. Wir müssen auch ein strategisches Vorgehen haben für jedes Gebäude. Es ist eine Aufgabe über Generationen. Also vielleicht gibt es nicht mehr, sondern Besseres. Genau. Und wer bezahlt das? Wer organisiert? Wir haben ja von Doris Leuthardt eine Unterstützung zugesagt bekommen, wenn wir richtige Schritte machen zur Lancierung dieser Bildungsinitiative. Aber es wird natürlich ganz wesentlich von den Verbänden selbst getragen. Also es ist ein Beitrag, dass es möglich wird, aber letztlich muss es ein Selbstläufer werden. Also die Branche will das selbst tun und wir sind sehr, sehr froh um diese Unterstützung, dass es jetzt starten kann. Das heißt, Sie nehmen auch Geld selbst in die Hand, Sie geben viel Energie, Sie geben Zusammenarbeit. Und wie messen Sie, ob es genützt hat am Schluss? Es ist Teil, das ist ein Punkt aus der Charta, dass wir wollen, dass die Ergebnisse auch gemessen werden. Und wie? Wie? Man kann alles messen. Energieverbrauch ist ganz einfach zu messen. Künftig werden wir einen Stromanschluss haben im Gebäude, alles andere wird verschwinden langfristig. Und diese Zähler hat heute schon jedes Haus. Gut, ich bin gespannt. Urs Rieder, besten Dank. Danke Ihnen. Und nun freue ich mich, Doris Leuthardt nochmals begrüßen zu dürfen. Es gibt viele Begrüßungen heute, aber das mache ich gern. Bitte, Sie würdigen jetzt die Charta. Okay, ja. Ja, wenn ich schon. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich schon das Konzept durcheinander gebracht habe, bringen wir das jetzt wieder zusammen. Ich danke sehr, dass ich heute hier sein darf, weil Sie wissen, die Energiepolitik, die Klimapolitik, das ist schlussendlich immer auch Wirtschaftspolitik. Und wir können es nur in die Zukunft führen, wenn alle Kräfte vereint nach vorne dieselben Ziele verfolgen. Die Ausgangslage für uns in der Schweiz ist keine einfache. Wir importieren nach wie vor 77-80% unserer Energie. Das heißt, wir sind sehr auslandabhängig. Wenn man genug Geld hat, ist das in der Regel nicht so problematisch. Aber die tiefen Ölpreise jetzt im Moment, die werden ja nicht ewig anhalten. Und insofern müssen wir schauen, dass wir unsere Auslandabhängigkeit reduzieren können. Das tun wir mit der Energiepolitik. Zweites Element, wir wissen alle, wir verbrauchen zu viel fossile Energie. Fossile Energie, die klimaschädlich ist. Und auch das ist ein Gebot der Stunde, auch kein einfacher Weg. Wie schaffen wir es überall, fossile Energie im Laufe der Jahre zu reduzieren und irgendwann mal ganz zu eliminieren aus unserem Energiemix. Drittes wichtigstes Anliegen für den Bundesrat, unser Energieverbrauch ist zu hoch. Nach wie vor liegen wir bei rund 6300 Watt pro Person, also weit, weit weg von einer 2000 Watt Gesellschaft, die dann vielleicht einmal mit all diesen Menschen auf unserem Planeten auch verträglich wäre. Eine Energieeffizienzstrategie, die Reduktion unseres Verbrauchs, ist deshalb ebenso ein Gebot der Stunde. Weshalb jetzt der Baubereich? Weshalb jetzt die Gebäude? Wir wissen, dass fast die Hälfte unserer Energie wird im Gebäudebereich verbraucht. Die Haushalte spielen eine große Rolle, also wir alle. Wir leben ja irgendwo, wir wohnen irgendwo und dort haben wir so 78% des Energieverbrauchs eines Haushaltes, das wir für die Raumwärme benötigen. Für die Warmwasseraufbereitung auch ein beträchtlicher Anteil. Das können wir verändern und beeinflussen. Wir wissen heute, unsere schweizerische Bauwirtschaft ist es gelungen, dass wir nicht nur Null-Energiehäuser neu produzieren, sondern sogar Plus-Energiehäuser. Das ist ganz toll und das wird die Zukunft sein.
dann haben wir weniger fossile Energie, weniger Energieverbrauch und wahrscheinlich auch mehr erneuerbare einheimische Energie. Wir haben noch einen alten Bestand von bestehenden Gebäuden und hier liegt das große Potenzial drin, bei bestehenden Gebäuden durch Gebäudesanierungen auch diese Probleme anpacken zu können. Heute ist die Renovationsquote in der Schweiz bei 0,9% und das ist enorm tief. Wir müssten sie verdoppeln, damit wir den heutigen Wohnbestand an alten Gebäuden so in 20, 30, 40 Jahren auf Vordermann gebracht haben mit energetischen Sanierungen. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir jetzt seit 2 Jahren intensiv mit der Baubranche, mit allen Verbänden zusammenarbeiten dürfen, um zu überlegen, wie können wir einerseits auf der technischen Seite uns verbessern, wie können wir auch die Zusammenarbeit mit all diesen Verbänden, die in ihrem Bereich totales Spezialwissen haben, aber vielleicht nicht wissen, was vor- und nachgelagert läuft. Da fehlen zum Teil dann die Kenntnisse der einzelnen Fachleute. Wir haben am Anfang festgestellt, ja, es ist gut, wenn wir haben gute Zimmerleute, aber die können keine Solarpanels aufs Dach montieren. Dann haben wir in jedem Kanton noch andere Vorschriften, wie man montieren kann. Dann haben wir die Gebäudehülle, die extrem wichtig ist, aber die vielleicht nicht immer so schön aussieht. Wir wollen ja auch die Landschaft nicht verschandeln. Die Heizungsinstallateure, Wärmeinstallateure, Kälteinstallateure haben ein ganz anderes Gewicht bekommen, weil eine Heizung mal kaufen ist ja nicht etwas, das dann alle 4 Jahre wiederholt wird, sondern das ist ganz wichtig, dass man die richtige Heizung auswählt, dass man sie immer wieder auch optimiert und richtig einstellt, um auch während der Betriebsdauer immer ajour zu sein. Ein enormes Potenzial. Wie können wir hier die Menschen überzeugen, dass man auch hier nicht nur bei der Auswahl der richtigen Wärmegewinnung, sondern eben dann auch bei der Wartung, Optimierung der Geräte auf die Fachleute zugreift? Und last but not least, haben wir all diese Fachleute? Rekrutieren wir sie aus dem Ausland, was wir ja nicht als Ziel verfolgen? Oder was können wir tun im Bereich der Aus- und Weiterbildung, auch mit neuen Berufsgängen, um all diese Bedürfnisse der Zukunft abdecken zu können? Notabene eben auch unter Nutzung der Informationstechnologien, mit denen wir heute Sie vielleicht schon mit Apps Ihre Storen steuern, steuern, wann die Heizung angehen soll, dass die Waschmaschine vielleicht zum Niedertarif anläuft etc. Das wird die Zukunft sein und wir haben es vorhin gehört, wahrscheinlich brauchen wir dann effektive irgendwann mal nur noch eine Stromleitung und eine Internetverbindung und alles andere wird im Laufe der Jahrzehnte ersetzt werden. Ich bin deshalb sehr, sehr glücklich, dass die Branche so gut zusammenarbeitet und dass man erkannt hat, wir haben neue Verbundaufgaben, wir brauchen einander, miteinander, Gesamtenergieanalysen und nicht jeder für sich. Es geht eben nicht um Strom, es geht um Energie, das ist viel verzwickter, viel komplexer und da hat die Baubranche einerseits eine Aufgabe, aber sie hat auch riesige Chancen, angesichts des Volumens an Investitionen, die da vorhanden sind und an Chancen für die Wirtschaft, Arbeitsplätze für die Zukunft, für die nächsten Generationen bereitzustellen und die Schweizer Wirtschaft in diesem Bereich zukunftsfähig zu trimmen. Ich möchte mich deshalb sehr, sehr herzlich bedanken, dass wir hier an der Swissbau zu Gast sein dürfen, dass es der Branche gelungen ist jetzt, wir haben das an der heutigen Bildungskonferenz feststellen dürfen, dass man sich hier zusammengerauft hat und das ist wirklich ein Meilenstein, dass eine ganze so verschieden aufgestellte Branche zur Erkenntnis kommt, zusammen sind wir stärker als alleine, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen hier helfen, diese
Gebäuderenovationsrate in der Schweiz zu steigen, mit weniger Energieverbrauch, mit neuen Materialien der Zukunft, mit mehr erneuerbarer statt fossiler Energie. Und das macht mich einfach glücklich und ich bin sehr dankbar, dass wir so innovative Verbände haben, die hier das Ruder an sich gerissen haben. Deshalb bin ich persönlich hier, um mich zu bedanken, um all diese Initiativen zu unterstützen. Und ich werde gespannt die Umsetzung verfolgen und mit Energie Schweiz, mit dem Bundesamt für Energie zusammen auch versuchen, mit wenig Geld, das, was es braucht, machen wir, aber mit sehr viel guten Ideen und Eigeninitiative hier unseren Gebäudepark fit zu kriegen für die Zukunft. Die neuen Häuser sind es schon, sie machen Freude. Es soll allen Bewohnerinnen von solchen Gebäuden auch wohl sein. Sie sollen Komfort haben und nicht frieren müssen, sondern eben auch mit den modernen Technologien ein Stück Modernität in diesen Häusern leben können. Deshalb wünsche ich Ihnen hier auch am Swissbau generell viele neue Impulse, viel Inspiration. Die Branche ist gut aufgestellt mit einer noch engeren Zusammenarbeit, mit einer starken Offensive jetzt im Aus-Weiterbildungsbereich können wir hier auch die jungen Menschen begeistern und auf diese Möglichkeiten aufmerksam machen, das Wissen, das es braucht, an die Männer und Frauen bringen. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Herzlichen Dank, danke für Ihr Interesse und alles Gute in der Umsetzung Ihrer gemeinsamen Strategie. Voilà. Herzlichen Dank. Sie dürfen gerne noch bleiben, weil jetzt kommt ja erst der große Moment. Jetzt kommt die Übergabe der Charta. Und dafür bitte ich den Präsidenten von Bauen Schweiz auf die Bühne. Er hat die Charta dabei, Hans Killer. Und dann noch von Seiten des Bundes, sozusagen der oberste Umsetzer der Energiepolitik, Walter Steinmann, Direktor des Bundesamtes für Energie. Und dann von den Kantonen, die ja ganz zentral sind in der Bildung und bei den Gebäuden, den Präsidenten der kantonalen Erziehungsdirektoren, Christoph Eimann, Basler Regierungsrat. Also es hat ja jetzt schon 28 Unterschriften von 28 Verbandspräsidenten. Jetzt fehlt noch die Unterschrift des Präsidenten des Dachverbandes. Ich bitte Sie. Boris, der ich dir das übergeht zu Handen des Bundesrates oder zu Handen des Departements die Dokumentation, dass der Dachverband organisiert bei Bauen Schweiz die ganze Branche ihren Willen dokumentiert in der Ausbildung zugunsten einer speditiveren Umsetzung des Gebäudeprogramms, den Erwartungen entsprechend, die in diesem Gebäudeprogramm in der Energiestrategie enthalten sind, dieses Ziel möglichst schnell, möglichst in der angewünschten Zeit, aber vor allem in der gewünschten Qualität auch leisten zu können. Ein großer Moment und der will festgehalten sein. Ja, klatschen Sie noch. Ja, klatschen. Ist gut. Ja. Bei diesem großen Moment möchten natürlich alle dabei sein, die mitgeholfen haben. Und deswegen kommen jetzt Vertreter der verschiedenen Verbände, die da schon unterzeichnet haben, bitte auf die Bühne, sozusagen fürs Klassenfoto. Eine kleine Erinnerung mit der Bundesrätin, mit einer glücklichen Bundesrätin. Ich meine, wer lässt sich das entgehen, wenn es möglich ist? Sie müssen nicht rennen, aber gerne schnell gehen. Sie packt sogar an. Herzlichen Dank. Bundesräte sind multifunktional. Zum Glück. Herr Killer und Frau Leuter, ziehen sich in die Mitte. Herr Killer, genau sind wir so. Gut, sind wir dann bald alle. Jetzt muss dann nur noch die Moderatorin verschwinden. Das mache ich gern. Von oben wird fotografiert. Sie können also nach oben lächeln. Sobald alle bereit sind. Also
Sind Sie schön? Geht's? Gut. Smile. Die Fotografin ist zufrieden, Sie können gerne, alle Herren können gerne von der Bühne gehen. Die Dame bitte ich noch ein, zwei, drei Minuten zu bleiben fürs Interview. Ich weiß, Sie müssen nachher weg. Ah, ja. Okay. Ja. Man kann auch springen, die Sportlichen den springen von der Bühne, das ist auch gut. Man kann gelassen gehen, alles geht. Vielen Dank. Ja, Sie haben heute offenbar mehr Aufgaben, als Sie gedacht hätten, Frau Leuthard, oder? Sollen wir da wieder rüber? Ja, nein, also das lassen wir hier. Also, so viel. Okay, ich sage nichts mehr. Danke. Frau Leuthard, Sie haben ja vorher den Effort der Bauwirtschaft gewürdigt. Jetzt, wenn man ein bisschen weiß, was hinter den Kulissen gelaufen ist, dann hat es ja doch ein paar Monate gebraucht, bis die ersten Initiativen entstanden sind, obwohl 7 Millionen eigentlich winkten. Kann man jetzt, steht die Charta, die Vereinigung ist da, mindestens auf dem Papier, kann man jetzt sagen, Ende gut, alles gut, oder war das erst der Anfang? Nein, ich glaube, das war schon der Anfang, oder? Jetzt hat sich der Verband, alle Verbände haben sich auch jetzt verpflichtet und gesagt, wir wollen mehr zusammenarbeiten, es braucht interdisziplinäres Wissen, weil ich habe ja selber auch schon ein Haus umgebaut, man geht allenfalls dann zum Architekten, wenn der ein bisschen gut organisiert ist und breit denkt, hat man vielleicht Glück. Aber wenn Sie dann von Hand, ja, es ist ein bisschen so, oder? Dann gehen Sie von Handwerker sonst zu Handwerker und jeder hat dann sein Wissen und will sein Produkt verkaufen, aber vielleicht stimmt das nicht mit Ihrem vorhandenen Gebäude überein, ist nicht die beste Art des Renovierens energetisch. Und deshalb glaube ich, es ist wirklich ganz zentral, dass man in jeder Branche ein Grundwissen hat über Energie, Klima, die Kosten und eine Rentabilität im Laufe der Jahre. Und ich glaube, das ist deshalb wirklich so der Beginn dieses interdisziplinären Aus- und Weiterbildens, das schlussendlich dann die Fachkräfte auf den richtigen Weg bringt. Hatten Sie Glück mit Ihrem Haus? Ja, nicht überall. Ah, gut. Aber Sie können ja selbst anpacken, wie wir gesehen haben. Da kann das ja nicht so schlimm sein. Die Bauwirtschaft hat ja schon mal eine Schlüsselrolle gespielt. Und zwar, als es darum ging, zusammen mit den Bauern übrigens, die neuen erneuerbaren Energien zu fördern. Sie haben die kostendeckende Einspeisevergütung auch bei Bürgerlichen im Parlament mehrheitsfähig gemacht. Die Energiestrategie 2050 ist ja noch nicht fertig beschlossen. Wo hoffen Sie jetzt auf die Bauwirtschaft, dass sie wieder ganz in Ihrem Sinn tätig wird? Oder ist schon alles durch, wo sich die Bauwirtschaft einsetzen könnte? Also ich denke, das Gebäudeprogramm in diesem Bereich ist heute breit akzeptiert, weil wir haben es seit 2008 mit den Kantonen aufgegleist. Es ist etabliert. Aber es ist natürlich so, dass dieses Gebäudeprogramm und deren Subventionierung, das ist befristet. Wir haben gesagt, wir schieben das an, damit wir einen finanziellen Anreiz für Hauseigentümer und damit eine Beschleunigung dieser Renovationen hinkriegen. Aber nachher muss das irgendwann mal eigenwirtschaftlich funktionieren und die Renovationen sollen dann auch eben, wenn der Eigentümer die Vorteile sieht, was er sich dann auf die Länge spart und was er erhält, dann muss das ohne Subvention kriegen. Und deshalb muss die Baubranche auch natürlich im Verbund mit Kanton und Bund jetzt im Bereich der Standards für Sanierungen arbeiten, damit man auch innovative neue Produkte erhält, die dann zu Marktpreisen eben dann auch diese Renovationen unterstützen können. Ich weiß, Sie haben noch andere Termine, Sie müssen noch andernorts anpacken, auch wenn man noch viel fragen könnte. Danke ich Ihnen jetzt ganz herzlich. Sie bekommen noch ein kleines Geschenk von Herrn Killer. Danke vielmals, Hans. Hinter dem Strauß. Danke vielmals. Also herzlichen Dank für deine Mitarbeit, für deine Unterstützung der Bauwirtschaft
in der Zukunft und das Übertragen der Aufgaben an die ganze Branche. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin immer froh, weniger Staat und mehr Unternehmer, aber ihr müsst es auch machen. So, jetzt wissen Sie es. Vielen Dank, Frau Leuthard. Danke, Frau Christen. Danke. Danke, Herr Kinder. So, und jetzt möchte ich dann gerne bald noch ein bisschen konkreter wissen. 6 Gäste werden hier vorne diskutieren. Sie werden ihre Analysen hören, aber auch ihre Ideen präsentieren, wie die Bauwirtschaft noch besser an der Energiezukunft arbeiten kann. Es ist eine ein bisschen spezielle Diskussion in dem Sinn, dass 2x neue Leute dazustoßen. Und verpassen Sie nicht den Schluss, denn am Schluss hören wir noch eine Perspektive. Wenn die eintritt, dann haben wir nicht mehr große Energieprobleme. Und zwar ist es die Vision des obersten Innovationsverantwortlichen des CERN in Genf. Also ein kleines Glustigmacherli, dass Sie schön sitzen bleiben. Zum Start jetzt aber eine kurze Einführung per Film. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiestrategie 2050 ist die Baubranche entscheidend. Über die Hälfte des Energieverbrauchs in der Schweiz findet im Gebäudesektor statt. Und in diesen Gebäuden entstehen 40% der CO2-Emissionen der Schweiz. Während die Politik in Bern immer noch über die Energiestrategie 2050 im Detail diskutiert, ist in der Baubranche die Umsetzung der Energiezukunft längst in vollem Gange. Erneuerbare Energien werden ausgebaut, Wärmeverbünde, Wärmepumpen mit Erdsonden und insbesondere Photovoltaikanlagen entstehen in der ganzen Schweiz. Neue Energiespeicher werden entwickelt und eingesetzt und ermöglichen es, erneuerbaren Strom nahe beim Verbraucher dezentral zu produzieren und zu speichern. Die Gebäudetechnik hat große Fortschritte gemacht und in innovativen Projekten wird die Energieeffizienz erhöht. Der Gebäudepark Schweiz besteht zu etwa 80% aus Bauten, die älter als 40 Jahre sind. Die Sanierungsrate des Gebäudeparks beträgt heute knapp 1%. Das reicht nicht aus. Damit wir die Ziele der Energiestrategie 2050 erreichen, muss die Transformation des Gebäudeparks Schweiz massiv beschleunigt werden. Alte Gebäude müssen saniert, im Betrieb optimiert oder gleich ersetzt werden. Außerdem benötigen wir genügend gut ausgebildete Fachkräfte in allen Bereichen, welche die Gebäude modernisieren. Wie schaffen wir das? Reichen die beschlossenen Maßnahmen des Bundes und der Kantone aus, um die richtigen Anreize zu setzen? Wo liegt das große Potenzial und welches sind die wesentlichen Hürden? Welche Chancen bieten uns neue Technologien? Und wie bilden wir die richtigen Leute für die Bauwirtschaft aus? Ja, das Stichwort Bildung möchte ich gerne gerade aufnehmen. Sie haben es ja vorher schon gehört, es ist auch ganz wichtig in der Energiecharta, die hier unterzeichnet worden ist. Für den ersten Teil der Diskussionsrunde bitte ich nun deshalb auf die Bühne den zweiten Mitinitianten der Charta. Herr Steinmann kommt auch schon, das ist auch nicht schlecht, aber zuerst würde ich es mal sagen, den zweiten Mitinitianten der Charta, Vorstandsmitglied von Bauen Schweiz und Zentralpräsident Holzbau Schweiz, Hans Ruppli. Dann für den Bund, der ja mitfinanziert, wir kennen ihn schon, Walter Steinmann. Und als Vertreter von Wissenschaft und Unternehmertum, Matthias Sulzer, er ist Professor für Energie- und Gebäudetechnik an der Uni Luzern. Danke und auch gleichzeitig Hochschule Luzern. Hochschule, natürlich. Ich bin immer froh, wenn Sie mithören und mich korrigieren. Ja. Vielen Dank. Sie können sich gerne setzen. Ich bin in der Mitte. Wie sollen wir sitzen? Gemäß Plan bin ich da. Gemäß Plan. Gut, dann kommen Sie hierher, okay. Herr Ruppli, bitte. Spielt es eine Rolle, wo Sie sitzen? Nein. Nein. Also gut, wir setzen uns. Das ist die Hauptsache. Gut. Herr Ruppli, es wurde schon gesagt, aber ich habe es auch gemerkt, als ich die Begriffe Energie, Bildung, Bau googelte, also an der Masse der Veranstaltungen, der Bildungsangebote kann es nicht liegen. Woran liegt es denn? Wo hapert es denn, dass überhaupt eine solche Bildungsoffensive nötig ist? Ja, ich glaube, man muss das mal systematisch etwas ordnen. Ich glaube, im Neubau funktioniert das ja ganz gut, dass wir mit hochleistungsfähigen Gebäuden heute den Markt bedienen.
wo wir Handlungsbedarf haben, ist insbesondere der Gebäudebestand. Und der ist eben energiepolitisch extrem wichtig. Ich glaube, die Herausforderung der Bauwirtschaft ist jetzt eben, dass der jetzige bauwirtschaftliche Wettbewerb sich eigentlich auf zwei Phasen konzentriert. Das ist die Planung und die Ausführung. Dann übergeben wir das Gebäude an den Nutzer und dann ist eigentlich für uns das Gebäude abgeschlossen. Und die Forderung aus der Klima- und Energiepolitik liegt jetzt eben darin, auch die Nutzungsphase des Gebäudes viel stärker in den Fokus zu nehmen, im Wissen, dass eben energie- und klimapolitisch die Nutzungsphase entscheidend ist. Wie viel Energie brauche ich in der Nutzung des Gebäudes, bis der Lebenszyklus eines Gebäudes abgeschlossen ist? Also das heißt, die Fachleute heute müssen weiter sozusagen in die Zukunft schauen können, müssen weiter rechnen können sozusagen, Herr Sulzer. Es geht natürlich genau in diese Richtung. Ja, vielleicht können Sie es nochmal sagen, ja. Es geht genau in diese Richtung, ja, das ist dass gut. wir auch die Betrachtungsgrenzen erweitern in den ganzen Lebenszyklus, also diese Lebenszyklusbetrachtungen machen. Und zwar nicht nur energetisch, auch wirtschaftlich. Und wo siehe da, wenn man das macht, sind plötzlich einmal teure Lösungen unter Umständen wird die ganz günstig, wenn man den ganzen Lebenszyklus betrachtet. Und daran müssen wir unsere Leute auf allen Teilen der Branchen ausbilden, diese ganzheitliche Betrachtung. Herr Stein, ganz kurz eine kleine Bemerkung noch. Ja. Ganzheitlich. Ich glaube, die erste Maßnahme haben wir heute gesehen, die notwendig ist für unsere Baubranche. Den zweiten Teil der Bevölkerung mit einbeziehen, das heißt die Frauen. Mir ist aufgefallen, es gab keine einzige Frau, war bei der Charta oben beim Unterschreiben. Und da sollten wir vielleicht auch mal dort ansetzen, dass wir mit der Bildungsoffensive auch die Frauen mitnehmen. Und dann machen wir einen weiten Schritt vorwärts. Also da kann ich als Frau ja nicht wirklich widersprechen. Herr Steinmann, wir haben gehört, die Ausbildung, Weiterbildung muss einfach ganzheitlicher werden. Ist das vor allem eine Aufgabe der Ausbildung, also der Leute, der jungen Leute, die einen Beruf erlernen? Oder ist das gerade so auch eine Aufgabe für die schon bestehenden Berufsleute, die heute gut verdienen, ihre Aufträge haben? Also wen haben Sie da am ehesten im Visier? Also ich glaube, in der Berufsbildung sind es die Verbände, die permanent Neuerungen einbringen und die entsprechenden Berufsbilder erneuern. Aber man muss sagen, die einzelnen Verbände sind aufgefordert bei diesen Renovation, Revision ihrer Berufsbilder immer den Frontrunners nachzunennen und nicht zu schauen, dass der Letzte im Umzug auch noch mitkommt. Das heißt, neue Technologien rasch einführen. Das Zweite, was für mich wichtiger ist, wir müssen die Berufsleute effektiv permanent weiterbilden, weil sich derart viel ändert, nicht nur bezüglich Energie, sondern auch bezüglich Digitalisierung etc., dass wir hier eigentlich eine Education permanent. Das heißt, permanent müssen wir schauen, dass die Leute ajour sind. Und da muss man sagen, da muss man sich eben auch während des Berufs, dieser Zeit des Berufslebens immer wieder Zeit nehmen, um in einem kurzen Fresh-up, früher hat man gesagt Wiederholungskurs, entsprechend das Neueste reinzukriegen und zu schauen, dass man auch mit der Zeit geht und vorangehen kann und auch dem Nutzer, der Nutzer erklären, was die Vorteile sind. So eine Art WK für Berufsleute. Sie haben gesagt, man muss sich Zeit nehmen. Aber Herr Ruppli, wenn ich nur schon in der Gemeinde, wo ich lebe, schaue, wie das ist mit diesen verschiedenen Unternehmen, vor allem die Familienbetriebe, die sind eigentlich, soweit ich weiß, sehr gut ausgelastet. Es gibt Konkurrenz, also sie müssen schnell sein, sie müssen Tempo machen, sie sind gestresst. Wie soll ein so kleines Familienunternehmen noch die Zeit aufbringen für Weiterbildung, weil in dieser Zeit kann man keine Kunden bedienen. Das ist relativ einfach. Die Wettbewerbsfähigkeit einer Unternehmung hängt vom Know-how ab und von der Mitarbeiterbindung letztendlich. Der Mitarbeiter ist eigentlich der wichtigste Erfolgsfaktor einer Unternehmung. Wenn ich in den Mitarbeiter nicht investiere, bin ich irgendwann als Unternehmung nicht mehr konkurrenzfähig und dann habe ich verloren. Also in dem Sinne, rein betriebswirtschaftlich gesehen, als Unternehmung ist das höchst interessant, in Bildung zu investieren. Herr Ruppli hat gesagt, Herr Sulz, das ist ganz einfach, aber offenbar passiert es ja doch nicht so häufig. Wo sehen Sie die Schwierigkeit oder wo sehen Sie auch die Möglichkeit? Wie kann man bis ins letzte Dorf mit dem kleinsten Heizungsinstallateur oder was es noch auch ist, bis zum letzten Einmannbetrieb, wie kann man diese Leute erreichen? Wie kann man sie motivieren, sich immer auf den neuesten Stand des Wissens zu bringen? Ich glaube schon, dass die
die einzelne Person wird entscheidend sein, was angewendet wird. Und wenn ich mich ein bisschen rückbesinne, wo ich mal ein junger Ingenieur war, so mit 20, 25, wieso habe ich mich dann auch wieder weitergebildet? Oder wieso habe ich überhaupt Ingenieur dann mal studiert? Vielleicht, weil Sie so ehrgeizig waren? Nein, ich glaube, wenn ein junger Ingenieur rauskommt, das sehen wir auch bei unserer Firma, und der kommt raus, was will der? Der will sein Wissen anwenden. Das motiviert. Also das heißt, wir brauchen Projekte, interessante und spannende Projekte, wo der sein Wissen anwenden kann. Und dann funktioniert auch die Bildungsoffensive, dass dieses Wissen dann auch angewendet werden kann. Und wie schafft man diese Projekte? Und genau dort ist wahrscheinlich die Krux an der ganzen Geschichte. Wir müssen nicht nur unsere Fachleute ausbilden, wir müssen auch die Bauherren, die Hausbesitzer etc. ausbilden, dass die nach interessanten Projekten verlangen, wo der junge Ingenieur mit viel Datendrang das auch anwenden kann, sonst ist er frustriert. Also die junge Ingenieurin möchte auch, genau. möchte auch Hausbesitzerinnen haben, die sagen, ich möchte etwas, ja. das energetisch eben klug ist. Ja. Und nicht, dass die dann Angst haben, nur etwas Neues zu machen. Sondern wir müssen auch diese Interessierten und diese Bauherren auch zeigen, dass ihre Immobilie an Wert gewinnt, wenn das erneuert wird. Da müssen wir halt nicht auch diese Leute mit berücksichtigen. Also auch die Bauherrinnen und Bauherren mit einbeziehen. Herr Steinmann, das tönt nach einer Aufgabe für den Bund. Nein, nicht? Das ist ganz sicher nicht die Aufgabe des Bundes, bei uns immer alles zu tun. Es gibt Verbände von Hausbesitzern, es gibt Verbände von Immobiliengruppen, beispielsweise auch eben größere und so weiter. Und die müssen ihren Leuten klar machen, in Verbandszeitungen, Achtung, es ist vieles im Wandel, gebt Acht, wenn ihr etwas verlangt, dass ihr das Neueste verlangt. Und gebt euch nicht mit einfachen, altbackenen Antworten der Gewerbler zufrieden, sondern fragt sie effektiv, ja, was könnte man noch zusätzlich? Und das sind zwei Themen für uns im Zentrum. Erstens Energieeffizienz und das Ganze, das ist von ihm her insbesondere im Systemdenken, oder? Der einzelne Handwerker hat bisher vielleicht gerne sein Fenster entsprechend eingesetzt, aber über das Gesamtsystem Haus, da muss man eben auch als Hausbesitzer oder als künftiger Hausbesitzer die eine oder andere kritische Frage stellen können. Und dann muss man sich vielleicht mit einem Ingenieur oder im Bekanntenkreis mit jemandem zusammentun, der das reflektiert. Und daneben scheint es mir schon auch wichtig, dass wir sehen, dass hier eigentlich die Kantone auch im Lied sind. Ich bin froh, dass die Baudirektorin des Kantons Basel-Land hier ist, weil es geht darum, dass ein Großteil eben nach dem Bauen kommt Betriebsoptimierung und die Kantone können nun die neue Mucken umsetzen und da hat es ein Element Betriebsoptimierung und die Hausfrauen wie die Ingenieure sollten sich insbesondere eben nicht nur auf den Bau konzentrieren, sondern was passiert in den 10 Jahren danach? Das ist ja eben genau das, was kluge Hausfrauen und Hausmänner ja wirklich auch machen. Wir sind jetzt schon mitten in Was braucht es noch von der öffentlichen Hand. Haben Sie jetzt den Bogen bereits geschlagen? Das ist jetzt der zweite Teil der Diskussion, für den ich gerne noch zwei weitere Leute gerne hätte auf der Bühne. Und zwar ist eben Bildung ist ja nur das eine. Wenn wir daran denken, wir haben das Ziel 2035 mindestens 40% weniger Energie. Doris Leuthard hat im Swissbau-Magazin auch als ein mögliches Ziel genannt die Verdoppelung der Sanierungsrate, also 2% Sanierungen pro Jahr. Was ist noch nötig, dass das passiert? Und jetzt möchte ich gerne zwei Leute dazu bitten, bei denen es ganz sicher nicht am Wissen mangelt. Sie sind Leute aus der Praxis, die sich heute schon für nachhaltiges Bauen einsetzen. Und zwar den Zürcher Architekten Pascal Müller. Er ist bekannt von der Wohn- und Gewerbesiedlung Kalkbreite Zürich, nicht nur, aber dort auch bei einem sehr breiten Publikum. Danke. Willkommen. Christa. Und dann den Ökonomen Beat Odinger, er ist Verwaltungsratspräsident von Blickpunkt Lebensraum und in dieser Funktion bestellt er auch nachhaltige Bauten. Herr Odinger, willkommen. Herr Müller, das Stichwort ist vorher eigentlich schon gefallen. Es gibt ja auch Hindernisse, die
mit den Hausbesitzerinnen oder Hausbesitzern oder den künftigen Hausbesitzern zusammenhängen. Können Sie vielleicht sagen, wo in Ihrem Alltag stoßen Sie zurzeit auf Hindernisse, wenn Sie gerne nachhaltig bauen würden? Ja, da gibt es ganz viele, es wurden auch schon einige Punkte ja angetönt. Einerseits wirklich auch das Wissen zu haben oder auch an das Wissen zu kommen, weil es ist auch so, dass das Bauen wurde für uns jetzt so komplex und so diffizil, Komplexität, dass man wirklich auch fast ein ganzes Team zusammenkriegen muss, interdisziplinär eben auch arbeiten kann. Und das ist, wird immer schwieriger, dann auch immer die richtigen Leute zusammen am Tisch zu haben. Und das andere ist natürlich auch auf der Bauherrenseite, es braucht halt auch dort, nicht nur in der Baubranche, eben auch Innovation und Mut zum Risiko und auch Mut zur Entscheidung. Man sieht ja, viel wird abgeschoben, man hat dann einen Berater, man hat einen zweiten Berater dazu, man ist sich da nicht sicher, weil es eben auch so schwierig ist. Plötzlich hat der Bauherr dann vielleicht 3, 4 Berater. Und wie will man da dann noch Überblick haben, wenn man sein eigenes Haus, ich bin übrigens nicht der Architekt von der Frau Bundesrätin Doris Leuthard. sonst wäre es perfekt genau, gewesen, oder? Perfekt ja, gewesen, klar. Genau. Aber eben deshalb ist es dann auch dort eben der Mut dann auch, eben auch mal was zu wagen, ein bisschen weiterzugehen und auch in die Zukunft zu schauen, nicht nur das Bedürfnis jetzt sanieren, oder eben nicht sanieren, oder ich mache jetzt nur mal die Pinselrenovation, damit es wieder schön aussieht und ich warte mal noch ab mit dem anderen, oder? Das ist ja auch das Gefährliche. Also eine gewisse Risikoscheu beispielsweise könnte man ja fürs Klowasser auch schon benutztes Wasser brauchen, das müsste ja nicht unbedingt Trinkwasser sein, aber bei solchen ganz konkreten Beispielen, ich möchte es möglichst konkret machen, da kann es dann happen, dass man sagt, nein, also ich möchte auch Frischwasser für mein Klo. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt ganz viele Beispiele. Oder auch, es wird ja auch so sein, dass diese Energiewende oder auf die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft wirklich zu kommen, wird es eben auch eine Art Umdenken geben müssen, wie man überhaupt wohnen, wie man das Haus konsumiert. Und das ist dann auch halt, das ist heute fast noch ein pionierhaftes Denken. Das ist noch nicht in der ganzen Bevölkerung wie angekommen oder auch bei den Bauherren, was es eigentlich auch braucht. Das geht dann eben so weit wie, wie viel Fläche pro Wohnfläche brauche ich eigentlich für mich selber? Was für Techniken will ich? Oder das andere Beispiel sind Nasszellen. Muss ich wirklich, in Deutschland ist es auf 23 Grad die Empfehlung, sollte es warm sein? Brauche ich 23 Grad? Könnte ich nicht für mich selber, vielleicht reichen ja für mich selber 20 Grad, da würde man viel einsparen. Und wichtig ist auch, dass es eben nicht nur ums Einsparen geht, sondern eben auch vielleicht auch Ballast abwerfen. Wie kann ich mit weniger auskommen und sich vielleicht dann auch leichter fühlen? Meine Frau hätte keine Freude bei 20 Grad Badezimmertemperatur. Das garantiere ich. Ja, eben, aber es muss ja auch nicht so extrem sein. 22 ist ja, oder in der Schweiz denke, ist 22. Den Komfort sollten wir nicht zurückbuchstabieren. Wir sollten, wie wir gehört haben von der Frau Leuthard, an der Effizienz arbeiten. Genau. Wir bringen heute einen guten Komfort hin mit extrem wenig Energie. Nein, schauen Sie nur die LED-Lampen an. Ja, da gebe ich Ihnen schon recht. Aber es geht ja auch darum, dass man die Gewohnheiten, die Lebensgewohnheiten eben auch hinterfragt und eben auch in Zukunft hinterfragt. Und da braucht es eben auch wieder Wissen und es braucht auch eben den Mut, mal was anderes zu wagen. Herr Rodinger, wo stoßen Sie in Ihrem Alltag zurzeit noch auf Hindernisse? Im Moment hört man nichts. Vielleicht können wir noch schauen, dass das geht. Ja, gerne nochmals. Sonst nehmen Sie das Mikrofon. Vielleicht geht es jetzt besser, ja. Unser Hindernis, das wir immer wieder erleben, ist das Verständnis. Also gegenseitiges Verständnis. Wir haben mit sehr vielen Komplexitäten zu tun. Jedes Gebäude wird irgendwie, muss das alles können. Also wir haben energetische Fragestellungen, wir haben Fragestellungen auch in anderen Themen, städtebaulicher Natur, und schlussendlich müssen wir alles erfüllen. Und diese Erfüllung dieser Themen braucht einfach ein Verständnis und auch ein Wissen. Und darum bin ich sehr, sehr froh, wenn alle die Verbände sich zusammengetan haben und das Wissen miteinander entwickeln. Es darf aber nicht so sein, dass jetzt ein Verband sagt, okay, ich entwickle weiter meine Lüftung, das finde ich absolut richtig, aber sie müssen auch diese Interdisziplinarität innerhalb von diesen Verbänden stärken. Das heißt, das Ganzheitliche, was wir ja vorhin schon gehört haben, das Ganzheitliche muss Oberhand gewinnen. Und da stehen wir an einem Punkt, dass bei den Bauherren einerseits und bei den Architekten als erste Kontaktpersonen zu den Bauherren noch fehlt.
Ich möchte den Fokus vielleicht wieder etwas zurückführen auf den Gebäudebestand, weil energie- und klimapolitisch ist das das Maß aller Dinge. Und wenn wir heute sehen, wie die Bauherren, Hausbesitzer handeln, dann handeln sie immer in reaktiven Prozessen. Das heißt, irgendwann, wenn ein Bauteil versagt, dann wird von Sanierung gesprochen. Man ersetzt dann vielleicht die Fenster und sagt, ja, jetzt habe ich wieder 30 Jahre Ruhe, ich kann wieder wohnen. Und ich glaube, genau dort ist eben das Problem. Wenn wir die Sanierungsrate erklären wollen, die wir heute haben, mit 0,9%, das heißt, wir brauchen 100 Jahre, bis wir die Transformation des Gebäudeparks auf eine höhere Effizienz geschafft haben. Das kann ja nicht sein. Das heißt, ich glaube, dort müssen wir einen Hebel ansetzen, im Sinne, dass jeder Hausbesitzer eigentlich eine Wertehaltungsstrategie besitzen sollte. Im Fahrzeug ist das selbstverständlich. Wir haben ein Serviceheft. Ich weiß genau, wann die Servicezyklen sind. Beim Haus könnten wir das auch tun, dass ich genau weiß, in welchen Phasen muss ich in mein Haus investieren, dass über den Lebenszyklus die Kosten optimiert sind und die Werterhaltung des Gebäudes optimiert gehalten werden kann. Herr Müller, machen Sie das heute so? Also sagen Sie heute den Interessenten und Interessentinnen nicht nur, was der Bau kostet, sondern auch, oder eine Sanierung, bleiben ja bei Sanierung, das ist wirklich das größere Problem, sagen Sie heute nicht nur, was eine Sanierung kostet, sondern auch, was es bringt auf die lange Frist, also ein Businessplan sozusagen. Ja, nicht gerade Businessplan, man versucht natürlich schon auch dahin zu beraten, zu wirken, was eigentlich die Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, was die für Auswirkungen haben werden, auch im Betrieb oder in Zukunft, weil es ist schon so. Jemand, der eben jetzt sagt, ich habe die Fenster saniert, der sagt sich dann, jetzt mache ich wirklich nichts. Und das ist dann eben genau das gefährlich, weil dann ist für 30 Jahre, dann haben wir dann schon fast 2050, oder in 30 Jahren, dann hat man mal die Fenster saniert. Also diese ganzheitliche Betrachtungsweise ist schon sehr wichtig. Ja. Herr Odinger, wir haben jetzt gehört, nur die Fenster, das ist gefährlich, weil dann meint man hat Ruhe, aber letztlich haben die Leute einfach das Geld oder sie haben es nicht. Sie als Ökonom, kann man dieses Problem überhaupt lösen? Also müssten die Leute einfach reicher sein und dann gleich alles zusammen topmodern machen? Oder wie rentiert das überhaupt? Ja, häufig ist das Geld ja auch das Problem. Also nicht, weil es nicht vorhanden ist, sondern weil zu viel vorhanden ist. Zu viel Geld? Zu viel Geld, ja. Also wenn ich jetzt einfach Geld bekomme für eine Sanierung eines Gebäudes und ich mache das, weil ich das Geld bekomme, habe ich aber noch kein Wissen, wie ich mit diesem Gebäude in den nächsten Jahren umgehen soll. Und vielleicht wird ein Gebäude saniert, das eine städtebauliche Entwicklung nachher verunmöglicht. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ein Geviert, es wird ein Gebäude renoviert, saniert, für 30, 50, 60 Jahre wieder tüchtig gemacht. Und das Geviert kann sich nicht weiterentwickeln im Rahmen der städtebaulichen Verdichtung. Und wir haben ja alle gelernt, dass irgendwie die Städtebau, also die Urbanität auch ökologisch ist. Das heißt, wenn ein Gebäude saniert wird und dafür x Projekte in den Sand gesetzt werden, weil diese Projekte nicht mehr weiterentwickelt werden können, dann haben wir wahrscheinlich ökologisch wie auch ökonomisch nicht ein gutes Projekt, nicht einen guten Weg gewählt. Also ich denke, hier braucht es auch Weitsicht in der Raumplanung. Also ich gehe jetzt nicht nur der Gebäudesanierung, sondern es muss einen Schritt vorwärts passieren. Was bedeutet eigentlich unsere zukünftigen demografischen Entwicklungen? Wo wollen wir ansetzen und wie wollen wir ansetzen? Das tönt jetzt so einleuchtend. Sie sagen, ein einzelnes Haus in einem Quartier wird saniert und blockiert damit den ganzen Rest. Aber häufig haben ja Häuser verschiedene Besitzerinnen und Besitzer. Wie wollen Sie denn die dazu bringen, gemeinsam in die gleiche Richtung zu sanieren? Wie wollen Sie dazu bringen, auch gleichzeitig das Geld dazu zu haben? Nein, man muss schon sehen, dass ja die Raumplanung 30, 40, 50 Jahre dauern kann. Also ich nehme ein Beispiel. Wir haben in Winterthur eine bipolare Stadt mitentwickelt. Da waren wir als Ökonom mit Architekten und Raumplanern zusammen. Wir haben ein Szenario aufgerechnet, wie viel Mehrwerte am Ort geschaffen werden muss, um in Zukunft dieses Gebäudetransport, also diese Transformation, finde ich ein schönes Wort auch für die Gebäude, diese Transformation möglich ist. Wir haben circa 50, 60 Grundeigentümer gehabt. Diese 40 bis 60 Grundeigentümer konnten wir begeistern, indem dass sie sagen, okay, wenn ich mein Gebäude zurückbaue, dann mache ich das im Gesamtkontext mit dem städtebaulichen Ansatz. Und die haben sogar
Geld gesprochen für eine Entwicklung, Geld gesprochen für eine Artifizierung der Adresse, des Raumes, des Außenraums. Und mit dieser Artifizierung und mit diesem Konzeptansatz haben wir all die Grundeigentümer hingekriegt, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit uns zu unterzeichnen. Das tönt nach einem Kraftakt. Und Sie haben anfangs ja gesagt, eben Kraftakt hat 2,5 Jahre gedauert. Eben nicht von heute auf morgen. Und Sie haben ja eben am Anfang gesagt, nur weil man Geld bekommt, saniert man, Herr Steinmann, diese Gebäudeprogramme, wo die Besitzer Geld bekommen, die blockieren also alles. Das ist nicht 100% der gesamten Sanierungskosten. Gott sei Dank nicht. Das sind Schade. 10, ja, natürlich. Aber es gibt, man muss das sehen. Und wir wollen, dass mehr renoviert und saniert wird. Da ist das Gebäudeprogramm ein entsprechendes Element. Das zweite, da hoffen wir, dass der Ständerat noch dem Nationalrat folgt. Einige steuerliche Erleichterung. Beispielsweise, es gibt nicht nur so die schönen Quartiere in den Zentren, die attraktiv werden, weil die Quadratmeterpreise massiv steigen, sondern auch in anderen Regionen muss saniert werden. Und da soll der Hausbesitzer das ansparen können. Kanton Basel-Land, gell, das macht man seit Jahrzehnten, weil der Hans-Rudi Giesin hat das eingeführt. Dann kann man 5 Jahre ansparen und im 6. einen Teil dann entsprechend sanieren. Das sind die Konzepte, die wir haben. Und daneben muss ich auch sagen, dann braucht es das Wissen der Branche und auch eine bestimmte Industrialisierung. Das muss einfach mehr nach dem Lego-Prinzip gehen, dass man ein Element rausnimmt und das nächste rein. Und was man zuerst braucht, ist der GEAC Plus. Das ist der Sanierungsplan, damit man Gebäudeausweis. Der Gebäudeausweis, wo man sagt, das kommt zuerst, das bringt am meisten und das andere kannst du in 10 Jahren machen, wenn du wieder Geld auf der Seite hast. Der kostet ja auch schon 2.500 Franken und nur das Energetische ist drin und nicht die Gesamtsicht, die Herr Ruppli möchte, oder? Völlig falsch. Nein, überhaupt nicht falsch. Aber ich denke, wir sind extrem weit mit unseren Planungsaufgaben, mit Strategien. Das haben wir sehr viel gearbeitet, auch in der Forschung. Mit der Raumplanung gibt es sehr gute Ansätze. Das muss gemacht werden. Das sind die Rahmenbedingungen. Aber am Ende vom Tag ist genau das, was du an der Jahreskonferenz gesagt hast, dieses Grassroots, dass es von unten nach oben wächst, dass der einzelne Hausbesitzer motiviert wird, etwas zu machen. Und da geht es um Wissen wieder, und jetzt sind wir wieder bei dieser Bildungsoffensive oder bei dieser Charta. Und dieses Wissen ist doch entscheidend, dass wir das auch neu interpretieren. Sie haben ein Auto, nehme ich an. Ja. Modernes. Richtig. Vielleicht 9-jährig. Au. Ein Kleinwagen, gut, da gehen Sie sehr selten gebraucht. Eben, da gehen Sie wahrscheinlich jedes Jahr zum Garagist, der Ihnen einen Service macht. Wer stellt jetzt hier die Fragen eigentlich? Ja, aber Herr Sulzer, vielen Dank heute, für Ihren Input. Nee, aber sehen Sie doch mal, beim Auto. Heute, beim modernen Auto, wird Ihnen das Auto sagen, wenn es in Service geht, was kaputt ist, wie effizient es läuft. Und das Gebäude der Zukunft, auch der Bestand, wird das machen. Und dann haben Sie genau dieses Wissen, was Sie machen müssen, bei jedem einzelnen Gebäude. Das ist das, was Herr Ruppli eigentlich vorher schon angesprochen hat. Ich möchte nur ganz kurz noch in die Runde, weil ich möchte unseren letzten Gast dann gerne noch dazu bitten, wissen, wenn die Einzelnen ja handeln sollten, braucht es dafür noch mehr Vorschriften? Braucht es mehr Förderung? Ich frage nicht ganz zufällig, weil vor 2 Tagen ist eine neue Studie herausgekommen von Energie Schweiz zum Thema Gebäudetechnik. Dort steht drin, dass man mit den heutigen Instrumenten schon bis 2050 23% Energie sparen könnte und 38% CO2, also klimaschädigende Gase, einsparen könnte. Und wenn man aber neue Instrumente hätte oder wenn man es weiterentwickeln würde, dann könnte man zusätzlich noch 15% weniger Energie haben und zusätzlich noch 40% weniger CO2. Herr Steinmann, kommen neue Vorschriften? Es gibt eine Roadmap, soll entwickelt werden. Geht das in Richtung neue Vorschriften, neue Förderung? Okay, also grundsätzlich muss ich jetzt die Referenz wieder in die Kantone machen. Artikel 89 Bundesverfassung heißt, die Kantone sind zuständig für den Gebäudebereich. Von dem her können wir mit derartigen Studien nur Anstöße geben. Wichtig ist für uns, oder? Wir haben heute sehr technische Mustervorschriften, diese MUCEN. Das ist wirklich für die Ingenieure. Aber eigentlich mittelfristig sollten wir mehr Ziele haben.
Das Ziel ist das Nullenergiehaus. Wie man das erreicht, ist mir wurscht, oder? Aber man muss einfach sagen, künftig müssen wir das mehr über IT-Instrumente machen, als für Paragraphen, wo wir uns Jahre vor Gerichten darüber streiten können, wie die zu vollziehen sind. Das muss das Ziel sein. Und ich hoffe, dass unsere Ingenieure auch in diese Richtung denken. Wir haben ein Forschungsprogramm, wo wir genau derartige Dinge eigentlich jetzt anschieben wollen. Nicht mehr Vorschriften, sondern die Technik auch da nutzen, damit wir den Zustand und die Verbesserungsmöglichkeiten sozusagen wie beim Auto automatisch sehen. Das ist ein gutes Schlusswort vom Direktor des Bundesamtes für Energie. Weniger Vorschriften, mehr Ziele. Ich habe Nicken gesehen in der Runde. Ich glaube, das stößt nicht auf sehr viel Widerstand. Deswegen möchte ich gern jetzt und hier noch ein Fenster in die Zukunft aufstoßen. Und zwar mit jenem Mann, der beim CERN in Genf, Sie wissen ja, die Europäische Organisation für Kernforschung, oberster verantwortlich ist für Innovation und Entwicklung. Er gehörte als technischer Direktor des Atlas-Projektes übrigens zu jenen Köpfen, die auch das Higgs-Teilchen mitentdeckt haben. Willkommen, Marzio Nessi. Es gibt über Sie so viel zu sagen. Ich war noch gar nicht fertig. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass Sie Professor sind in Genf für experimentelle Teilchenphysik. Ich wollte auch noch ankündigen, dass Sie vielleicht Englisch sprechen werden, weil es Ihnen ein bisschen geläufiger ist als Deutsch, auch wenn Herr Nessi sehr gut Deutsch versteht. Er hat an der ETH Zürich studiert. Sie haben ja von sich selbst gesagt, oder Sie sagen von sich selbst, Sie sind der Mann der Zukunft. Sie arbeiten an dem, was in 10 bis 20 Jahren sein soll. Und Sie sagen, es erwartet uns eine technologische Revolution. Wie sieht die aus? Wie könnte die, sollte die aussehen? Die Frage ist sehr schwierig, aber die Antwort ist sehr einfach. Ich muss noch auf Englisch sagen. Somebody say, if you want to know the future, invent it. Aber wir müssen es nur erfinden. Und in welche Richtung geht denn die Erfindung? Die Richtung geht, dass heutzutage, from my point of view, die Technologie ist, es geht sehr schnell. Sie erinnern, wie Ihr Telefon vor 20 Jahren war, eine große Sache. Und heute ist es sehr einfach. Ist es sehr klein und handlich? Wie wird denn die Energie in 10 bis 20 Jahren sein? Woher kommt die, wenn Ihre Vision, das, was Sie hoffen, Realität wird? Zuerst müssen wir definieren, welche Energievektoren wollen. Ich glaube, heutzutage, man muss sagen, dass die einzige Vektor auf Energie, das wir vertrauen können, ist die Elektrizität. Ich glaube, und Frau Leuter hat es gesagt, jemand hat es gesagt, es muss ein Stromkabel haben. Aber ich glaube, in Zukunft alles muss von Elektrizität starten. Also alles wird Strom sein und dieser Strom kommt aber aus einer besonderen Quelle. Strom, der kommt aus der Atmosphäre. Können Sie das erklären? Es hat viele Quellen, also es hat viele erneuerbare Quellen in diesem Planeten. We have infinite amount of energy auf diesem Planet. Die Energie, die die Sonne gibt an die Boden, ist äquivalent zu 25 Millionen Kernkraftwerke. Wenn Sie nach unten gehen, 10, 20 Kilometer, Sie finden Energie, die infinit ist. Sie haben Energie für wir sind in dieser Situation seit 5 oder 6 Milliarden Jahren und die Energie ist stabil, sehr ohne Probleme. Wir haben zwei Planeten, Mond und Erde, die rotieren und jeden Tag es gibt Wasser, eine Energie, um Wasser zu die Tide ist äquivalent zu etwas Alpha Million auf Nuclear Power Station. So, Energie gibt viel. Wir müssen nur finden, wie man Energie auf Elektrizität wechseln kann.
kann. Und zwar nicht das, was wir schon alle kennen, alles, die Energie aus der Sonne zu Strom machen. Alles, was wir heute machen, ist ein Prinzipien, die sind 100 Jahre mindestens. So die Solarzellen wurden, das Prinzip wurde von Einstein in 1907 mit einem Nobelpreis und dem Prinzip der Photonen, die produzieren ein Elektron, Elektroeffekt. Und wir produzieren Energien mit Magneten, die rotieren. Und das ist 200 Jahre alt, dieses Prinzip. Also wir brauchen neue Prinzipien. Wir brauchen neue Wissen, neue Forschung. Also wir brauchen neue Leute, die neue Ideen haben, um etwas anderes zu tun. Und solche Ideen sind ja unterwegs, das haben Sie mir gesagt, als wir miteinander telefoniert haben. Sie haben mir gesagt, dass in verschiedenen Laboratorien in Europa, aber auch in den USA, Forscher daran sind, aus der Atmosphäre, ich bin nicht Physikerin, weiß nicht genau, wie das funktioniert, ich glaube, Sie wissen es auch noch nicht hundertprozentig, wie man daraus Energie nimmt und in Strom umwandelt, und zwar nicht nur, wenn es warm ist. Also heute sagt man ja immer, die Sonne, ja, die scheint ja nicht immer. Also Ihre Vision ist, in 10 bis 20 Jahren kann man aus unserer Umgebung Energie holen und in Strom umwandeln, egal ob es höchster Winter ist oder heißester Sommer. Leute wissen, wie das Radio funktioniert. Es hat eine elektromagnetische Welle und dann gibt es eine Antenne, die transformiert die Welle, die Energie in Strom. Und dann wird eine Membran oszillierend und dann werden Sie die Radio hören. Wärme ist eine elektromagnetische Welle, aber mit einer Frequenz, die verschieden ist, ist Mikron. So, wir wissen das Prinzip, wie man Wellen in Energie transformieren. Wir müssen nur die richtige Technologie haben, um das zu tun. Und Sie denken, in 10 bis 20 Jahren sind wir soweit, Herr Steinmann. Sie gehen im September in die wohlverdiente Pension. Ich nehme an, so geht man ja gerne in Rente, oder? Wenn Sie wissen, in 10 bis 20 Jahren haben wir keinerlei Energieprobleme mehr. Herr Ness hat mir auch gesagt, es werde nicht allzu teuer dann sein. Also eigentlich, ja, es ist gerade der richtige Moment, um also eben, es ist eine Revolution. Ich glaube, die hat bereits begonnen. Wir sind mittendrin. Wir sehen die ersten Dinge, die auf uns zukommen. Und von dem her sage ich, man braucht die Rahmenbedingungen und den Spirit auch in der Gesellschaft, dass wir den Weg gehen können. Nicht nur Spirit bei den Unternehmen, sondern eben bei der Bevölkerung, die sagt, da kommt etwas Neues, Spannendes, in diese Richtung gehen wir. Aber Moment mal, da müsste ich nachhaken, Herr Steinmann. Man braucht nur den richtigen Spirit in der Gesellschaft, in diese Richtung gehen wir. Aber das sind ja hochspezialisierte Fachleute, die da dran sind. Genau. Die wollen Forschungsgelder, oder Herr Nessi? Er hat gesagt, wir müssen den Ingenieure ein interessantes Problem geben. Die jungen Leute müssen ein interessantes Problem geben. Ja. Sie müssen die Forschung ja auch als Prozess sehen. Es gibt Forschung, die älter ist und in den Markt kommt, und es gibt neue Forschung, die unten reinkommt, wo jetzt gerade der Nessi daran ist. Und das wird hoffentlich in der Zukunft auch einen Beitrag leisten. Aber es ist doch genau so, wenn ich Lotto spiele, wenn ich gewinne, die Forschung hat erfolgreich, also Forschung wird ein bisschen höhere Trefferquote haben wie Lotto. Aber wenn ich gewinne, muss ich nicht mehr arbeiten. Aber das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich Lotto spiele, muss ich nicht mehr arbeiten. Also das heißt, dass wir neue Forschung machen, alles daran setzen, dass dort wirklich eine Revolution auch entstehen kann, aber trotzdem die Hausaufgaben, die wir jetzt dran sind, das nicht aus den Augen zu verlieren und weiterhin daran arbeiten. Weil sonst sind wir gleich weit wie mit dem Fusionsreaktor. Haben wir 1980 gesagt, es geht noch 40 Jahre. Gerade letztens hat PSI gesagt, es geht immer noch 40 Jahre. Wahrscheinlich wird 2020, wird das heißen, es geht immer noch 40 Jahre. Wir warten darauf, wenn er kommt. Wir integrieren das in das Energiesystem Schweiz. Aber das heißt nicht, dass man alles andere dann wegvergessen muss und nicht daran arbeitet. Und daneben geht es darum, dass wir in der Zwischenzeit, was eben schon näher ist bei der Anwendung, mit Swiss Competence Center, Energy Research etc. für uns Nutzerinnen und Nutzer, für die Branchen zur Verfügung stellen, damit die das in der Aus- und Weiterbildung
damit die das mit Piloten, Demonstrationsprojekten eben testen können, damit es nachher Mehrheiten gibt von Technologien, die breit eingesetzt werden. Das ist der Weg von der Forschung, Grundlagen, eben Einstein 1907, 100 Jahre später, die große Success Story in Deutschland und der Welt, Photovoltaikstrom plötzlich so günstig oder günstiger als Atomstrom. Das ist das, was kommt. Das ist das Dilemma, es muss kein Dilemma sein, aber das Miteinander von Geld für angewandte Forschung und für Grundlagenforschung. Haben Sie genug Geld, Herr Nessi, oder hätten Sie gerne noch mehr? Ein Dilemma. Ich glaube, wir sind in einer Periode, die sehr interessant ist, weil Forschung, Technology has become very democratic. So heutzutage die Forschung, die Innovation kam nicht von großen Unternehmen, großen Firmen. Er kam von Leuten, die zusammenarbeiten. Zwei, drei Ingenieure, zwei, drei Physiker. People, die bilden, wir sind 25 und bilden ein Start-up. Und das gibt ein Momentum zum Forschen, das ist unglaublich und komplett neu. Und es wird eine Acceleration geben. Und die Resultate, die wird sehr, sehr important sein. Also das heißt, Sie haben gesagt, es wird demokratisiert. Es ist demokratisiert. Es ist schon demokratisiert. Das heißt auch, das Wissen zu teilen, das ist schon im Gange und das wird noch wichtiger werden, wenn man eine solche technologische Revolution schaffen möchte. Ja, mehr und mehr, wir sprechen über Open Source Knowledge. Ich bin der Direktor ein wissenschaftliches Journal, wo wir 1000 Artikel über Technologie, voll Open Source, dass alle Leute haben das Information und die können Informationen brauchen, wie sie Informationen wollen. Ich möchte am Schluss noch einen Blick werfen in eine etwas nähere Zukunft. Herr Sulzer, wo erwarten Sie den wichtigsten Durchbruch? Jetzt schon, also ist vielleicht schon am Kommen. Was ist das Wichtigste, dass es bald massentauglich wird, dass die Leute wirklich ihre Häuser möglichst autonom mit Strom und Energie versorgen? Geht es um die Speicher zum Beispiel oder was ist das, was das Wichtigste wäre bald? Es gibt zwei Antworten dazu. Eine ist, wenn ich es wissen würde, würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht sagen und besonders auf den Aktienmarkt gehen. Zweitens, Prophet sein ist extrem schwierig, weil vor etwa 40 Jahren hat auch der Herr Dell mal gesagt, es braucht wahrscheinlich nicht mehr als 5 Großcomputer auf dieser Welt. Er hat sich leider auch ein wenig geirrt. Und darum bin ich eher überzeugt, dass was wir jetzt machen mit der Energiestrategie 2050, dass nicht eine Technologie oder eine Lösung unser Problem lösen wird, es sind mehrere Wege, die dazu führen. Und ich denke, ein wesentlicher Trend, den wir sehen, ist die Dezentralisierung der Energieversorgung Richtung Quartier. Wahrscheinlich nicht ins Gebäude rein, das ist ein bisschen übertechnologisch dann das Gebäude, aber Richtung Quartier. Und das andere ist, da hoffe ich jetzt, Rahmenbedingungen setzen. Wir haben heute x-mal gehört, Elektrizität ist die Schlüsseltechnologie. Und bitte öffnen Sie diesen Markt, dass neue Ideen reinkommen. Heute, trotz liberalisiertem Markt, haben wir keine neuen relevanten Player. Herr Sulzer, ich weiß, das ist Ihnen wichtig. Sie möchten, dass auch die Stromzähler, dieser Markt liberalisiert ist oder nicht direkt zusammenhängt mit den Stromlieferanten. Aber wir sind bald am Ende der Sendung. Ich wollte eigentlich hinaus auf, wie lange wird es gehen, bis auch ein Durchschnittsmensch, also immerhin ein Hausbesitzer, eine Hausbesitzerin, aber sagen wir vom unteren Mittelstand, es sich leisten kann, das Haus vollkommen selbst mit Wärme und mit Strom zu versorgen. Also wie lange wird es gehen, bis vor allem die Energiespeicherung bezahlbar wird für alle? Es ist ja schon viel unterwegs, Tesla und so weiter. Wie lange wird das gehen? Wissen Sie das, Herr Oppli? Ich kann das auch nicht sagen, aber Schade. Ich glaube, wir sollten in der Diskussion einfach berücksichtigen, ich glaube, mehr Intelligenz in der Gebäudeentwicklung kann das halbe Problem eigentlich schon lösen. Wir können jetzt Technik erfinden, aber ich glaube wirklich, der Hebel liegt dort, und darum auch die Bildungsinitiative, dass wir über den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes in einer frühen Planungsphase das Wissen bündeln,
die Konzepte optimieren, ja, und dann brauche ich wahrscheinlich halb so viel Technik und habe schon einen großen Nutzen. Das habe ich heute schon mal gehört. Herzlichen Dank, Herr Ruppli. Man kann ja doch als Input noch sagen, die Chinesen sagen, Sie haben mir das verraten, am Telefon waren Sie gesprächiger, da haben Sie mir gesagt, die Chinesen erwarten, dass in 5 bis 8 ja, Jahren die Speicher, nein, oder? Die Solarzellen, was ist es, dass die Solarzellen, sagen Sie es doch noch werden selbst, danke. Es war ein bisschen ein kleineres Publikum am Telefon, aber ja, sonst heißt es immer, der Sulzer hat dann gesagt. Nein, aber die Ausblick ist schon, es wird sehr viel technologisch gemacht, aber nochmals zurückkommen, das nein, Problem nur, ist nicht technologisch, es ist sozial. Das wissen wir, das haben wir gehört. Herzlichen gut Dank. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir langsam zum Schluss kommen. Ich möchte gerne von Ihnen der Reihe nach noch etwas wissen. Und zwar, Sie haben jetzt viel gehört, auch von den anderen Gästen. Was ist es, was jemand anderes gesagt hat, was Sie nach Hause nehmen werden von dieser Diskussion? Herr Odinger. Ja, ich finde, ein ganz wesentlicher Ansatz ist das Wort Spirit. Also Spirit ist für mich als Bauherr sehr wichtig. Wenn ich an etwas glaube, dann setze ich es auch um als Unternehmer. Wenn ich nicht daran glaube, dann frage ich dahinter, bis ich daran glauben kann. Und ich denke, dass wir als Bauherrinnen und als Bauherren wirklich daran denken müssen, dass unsere Gebäude 30, 40, 50 Jahre halten und dass wir unser Gebäude heute mit diesen neuesten Technologien versehen, aber nicht überladen. Also wirklich etwas weniger, aber dafür das effizient. Herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Vielleicht, Herr Sulzer, etwas, das jemand anders gesagt hat, ja, was Ihnen bleiben wird, ganz kurz. Herr Ruppli hat mir sehr Eindruck gemacht, dass wir wegkommen von den Branchen mit den Partikularinteressen hin zum Systemdenken und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Herr Steinmann, was bleibt Ihnen von wem? Für mich ist wichtig, da war auch ein Ausspruch von Herrn Ruppli, oder? Wir haben am Dienstag hier eröffnet, so die Motto war mehr Beton. Und heute haben wir von Herrn Ruppli gehört, mehr Brain. Und ich glaube, es geht darum, dass wir vermehrt eben in diesen Branchen zuerst den Brain einsetzen, die neuen Technologien einführen und erst am Schluss überlegen, wie viel Beton oder wie viel Material brauchen wir noch. Das wird die Frage sein. Herr Ruppli, was ist Ihnen geblieben von jemand anderem? Ich übernehme jetzt die Perspektive des Hausbesitzers, weil wir jetzt 3 Beispiele der Branche selbst gehabt haben. Ich glaube, wir müssen dem Hausbesitzer erklären, dass ein Hausbauen eine Generationenaufgabe ist. Er denkt immer nur für sich, aber das Gebäude überlebt ihn. Und er sollte sich überlegen, welches Gebäude, in welchem Wert übergebe ich meinen Kindern. Und dann wird er anders handeln. Sie vielleicht auch. Herr Müller? Wahrscheinlich das letzte Statement von Herrn Sulzer, der eben gesagt, die soziale Komponente. Und das ist eben genau das, was Herr Odinger schon gesagt hat, eben beim städtebaulichen Kontext. Und dass eigentlich klar sein muss, dass es eben nicht nur geht, einfach das Gebäude intelligent zu machen, sondern es geht darum, eben die Gesprächskultur, wie es jetzt mit der Charta, aber dann auch mit dem Bauherrn, die Gesprächskultur ist eigentlich ein Teil der Baukultur dann auch, eben dass man das öffnen kann und eben dann weiterdenken kann miteinander. Herr Nessi, was ist Ihnen geblieben? Ich habe gehört, dass wir brauchen mehr interessante Projekte für junge Leute. Wir brauchen mehr Fantasie. Wir müssen big think. Großdenken. Herr Nessi, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren. Und Ihnen danke ich herzlich fürs Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer online. Sie haben jetzt heute viel guten Willen von der Baubranche gesehen und gehört. Beobachten Sie doch in Ihrem Umfeld, ob dem Willen auch Taten folgen und fordern Sie sie ein. Auch in diesem Sinne herzlichen Dank.